Liebe Schwestern und Brüder, man braucht nicht sehr viel Fantasie, um festzustellen, dass dem heiligen Alfons Maria von Liguri, den wir heute mit der Kirche feiern, dass ihm die Tageslesung heute gefallen hätte. Aus dem Buch Exodus. Die Stelle, wo Gott seinen Namen proklamiert. Der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausenden Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg. Dieses Wort, wie Gott sich noch einmal wissen lässt und zu erkennen gibt, in dieser wunderbaren Umschreibung, ist so etwas wie das Lebensprogramm des heutigen Heiligen. Auf der Suche nach einer solchen Erfahrung lässt er mit 16 bereits Doktor beider Rechte seine Kanzleien im Stich und wird Priester. Und sein ganzes Lebensprogramm ist dieser Offenbarung Gottes, der Offenbarung der Barmherzigkeit Gottes verschrieben. Er lebt in einer Zeit, die wir mit einem Stichwort umschreiben können, rationalistisches Zeitalter. Es ist das 18. Jahrhundert. Die Kirche ist zerrissen zwischen einer, wie soll man die beschreiben, einer Pastoral, die zu wünschen übrig lässt, sagen wir einmal, und einer harten, rigorosen Linie, dem Jansenismus. Rigorosität ist angesagt. Solche Bewegungen hat es immer gegeben und sie sind Reaktionen. Wir sollten einmal abwarten, wie man auf unsere Zeiten in absehbarer Zeit reagiert. Auch das wird kommen. Alfons weiß sich dieser Offenbarung Gottes verpflichtet. Diese Offenbarung, die ja dann wirklich ein Gesicht bekommt in Jesus Christus. Der Offenbarung der Barmherzigkeit. Und all die Erfahrungen, die er sammelt im Umgang mit Menschen, sie genau zu dieser Erfahrung zu führen, die sammelt er dann in seinem, wenn man so will, in seiner pastoral durchdrängten Erfahrung, die er als Moraltheologie zusammenfasst, die so viele Generationen von Priestern, von Beichtvätern, von Seelsorgern geprägt hat. Alfons wusste sehr genau, wie es auch unsere Lesung uns nicht verheimlicht, dass die Barmherzigkeit Gottes keine Voraussetzung braucht. Sie ist freie Gabe des lebendigen Gottes. Aber sie löst beim Menschen etwas aus. Die Erfahrung der Barmherzigkeit löst Umkehr aus und nicht Bestätigung auf einem falschen Weg. Wir haben diese tragische Geschichte hier um die 10 Gebote gehört, als Mose das erste Mal vom Berg heruntersteigt und sein befreites Volk, das Volk Gottes, um ein Fruchtbarkeitssymbol herumtanzt. Sex war damals auch schon gefragt. Um nichts anderes geht es hier. Und wie Mose für sie Fürbitte hält. Und wie Gott sich als der zeigt in seinem Verhalten, als der sich hier in Worten vorstellt, als der Barmherzige. Aber wir hören es heute an mehreren Stellen in der Lesung, dass sie gelernt haben. Zumindest hier in dieser Phase. Wenn Mose zum Offenbarungszelt geht, werfen sie sich zu Boden nieder. Sie wissen, wie man auf die Barmherzigkeit Gottes zu reagieren hat. Das freie Geschenk der Barmherzigkeit verändert den Menschen und bringt ihn hin zum Respekt vor Gott, zu das, was die Heilige Schrift Gottesfurcht nennt. Wir reden heute inflationär von Barmherzigkeit und vergessen die Folgen. Vergessen sehr schnell, wie es die Menschen verändern sollte. Wir schieben die Barmherzigkeit Gottes heute über die kirchliche Ladentheke wie Rammschwaben. Aber das ist sie nicht. Sie hat einen Preis. Die Selbsthingabe Gottes in Jesus Christus. Diesen Preis, den unsere Barmherzigkeit fordert,
den Preis für die Gerechtigkeit Gottes zahlt Gott selber. Ob wir je zu dem Punkt kommen, den Alfons immer im Blick hatte und den damals unreflektiert dieses befreite Volk in der Wüste praktizierte, sich angesichts der Barmherzigkeit Gottes zu Boden zu werfen und ihm allein die Ehre zu geben –